Irgendwann kann ich das. Herr Löblich. Hör mit dem Blödsinn auf. Leicht berührt, nichts passiert. Ja, und damit hallo, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Assetto Corsa Fuhrpark. Heute der BMW M1. Der hat ein bisschen mehr Bums als der Abarth Fiat 500. Ist übrigens gestern beim Gucken meines eigenen Videos aufgefallen, dass ich die ganze Zeit Fiat Abarth 500 sage. Ich glaube, der heißt aber Abarth Fiat 500. Also der heißt Fiat 500 und ist von Abarth. Ja. Naja, auf jeden Fall wird er schon ganz fleißig geguckt. Und mir fällt auf, dass ich mit den Straßenfahrzeugen hier in Assetto Corsa gar nicht so gut klarkomme. Also das hier ist jetzt der normale M1. Ja, so gehe ich mal davon aus. Ich gehe mal auch davon aus, dass der jetzt Straßenreifen drauf hat. Und die Straßenwagen, die fahren sich echt wie Boote. Das ist wirklich krass. Die sind nicht für die Rennstrecke gemacht, das merkt man. Ja, und da habe ich festgestellt, dass ich echt nicht wirklich driften kann. Also man kann das hier mit dem, ich bin hier vorher den probieren wir auch gleich noch aus. Ich bin hier vorher die Stage 3 Variante von gefahren, der hat dann noch ein bisschen mehr Bums. Und den hat man, also wenn der in der Kurve weggerutscht ist, hat man den so gut wie gar nicht mehr eingefangen gekriegt. Bei dem hier geht es einigermaßen, aber ich bin auch tatsächlich einfach schlecht, ja. Ich bin wirklich schlecht. Was mich mal interessieren würde, ist, wie sich Driften in so einem richtigen Auto anfühlt. Vielleicht hat das ja einer von euch schon mal gemacht und kann mir das mal in die Kommentare schreiben. Und ob das so ungefähr so aussieht, wie das, was ich hier mache, wenn man das im echten Auto zum ersten Mal macht. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Die Frage ist halt wo, ne? Wo kann man mal Driften ausprobieren? Weil ich stelle mich echt voll beschissen an und ich habe auch das Gefühl, ich werde nicht besser. Ja, erzähle ich euch mal ein bisschen was zu dem 3er BMW. Toll. Der 3er BMW, meine Damen und Herren, 3er. Der BMW M1 hat ein Gewicht von 1495 Kilogramm, 340 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment. Spitze 250 plus, also mehr als 250. Er braucht 4,9 Sekunden von 0 auf 100 und hat ein Leistungsgewicht, ich vergesse das immer wieder, von 4,46 Kilogramm pro CV. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, was CV ist. Schäm dich, Löblich, schäm dich. Da sage ich euch auch noch mal ein bisschen was zur S3-Variante. Der S3 hat, also Stage 3, ja, hat dasselbe Gewicht, 1495 Kilogramm, hat 400 PS, 580 Newtonmeter Drehmoment. Braucht nichts von 0 auf 100, zumindest steht da ja nichts, da ist ein Strich und ein Leistungsgewicht, ich glaube das heißt so, von 3,74 Kilogramm pro PS, dachte ich eigentlich immer heißt es. Ich dachte man sagt irgendwie immer 1,4 PS oder so, pro 1,4 PS pro Kilo oder so, dachte ich immer. Naja, schreibt mir das mal in die Kommentare bitte. Ja, das war's.
das zu den Autos. Die Strecke ist wieder Vallelunga, deswegen, weil dann kann man, wenn man hier mal eine Runde fährt, auch mal so ein bisschen die Zeiten vergleichen. Wobei mit dem Auto hier bisher noch keine vernünftige Runde möglich war. Я тоже не знаю, я не говорю по-немецки. Das war Russisch. Und der einzige Satz, den ich in dieser Sprache kann. Ah, cool, wenn man das ABS ausmacht, kann man hier auch... Ich habe gestern festgestellt, wie cool Handbewegungen Richtung Kamera sind. Das gibt dem Ganzen solche Tiefe. Such a deepness. Such a deepness, beauty. So beautiful. Such a beautiful deepness. Ich hätte direkt Bock jetzt auf einen Barry White Song. Such a beautiful deepness. Such a beautiful. So, jetzt hier. Ich versuche mal eine Runde ordentlich zu fahren. Das Krasse ist halt, wie gesagt, Straßenfahrzeug und der schiebt auch entweder krass über die Vorderräder oder der untersteuert. Übersteuert. Entweder der schiebt krass über die Vorderräder oder der übersteuert wie Sau. Also es gibt bei diesem Auto... Oh, guck mal hier, meine Bremsspur von eben gerade. Oh, den Fehler habe ich vorhin auch schon mal gemacht. Das ist sehr praktisch, dass es hier diese Auslaufzone gibt. Ja, hier hinten ist erstmal soweit auch alles in Ordnung. Können wir wieder zurückfahren. Mal geguckt, ob da auch alles gut ist. Kurz geguckt, ob auch von rechts keiner kommt. Also wenn sich ein Einser, ein M1, in echt auch so beschissen fährt, will ich keinen. Und wir werden das auch später noch bei den anderen Autos sehen. Wenn die ganzen BMWs wirklich so eine fette A-Säule haben, dann würde ich auch mir niemals einen BMW kaufen. Gefällt mir nicht, finde ich scheiße. Geht mir voll auf den Sack. Mal in dieser beschissenen Kurve. Gerade hier in der Kurve muss man sich nur mal trauen, einfach einzulenken. Aber es war zu viel getraut. Das sieht so langsam aus. Fahre ich langsam? Dass es nichts wird.
hier schon die Sichtwinkel auf den D-Wadel. Der Wadel da war. Ich habe hier den Sichtwinkel auch schon auf 54 Grad gestellt. Ja? Aber es sieht trotzdem langsam aus. Oh, wieder knallen. Grund, warum ich nicht in Kraftausdrücke ausbreche, ist, ich habe keine Ahnung, was YouTube daraus macht. Ich habe nämlich auch keinen Bock, dass meine Videos dann bei unter 18-Jährigen nicht angezeigt werden, weil ich Ficken, Scheiße und Kotzen sage oder so. Aber so bin ich. Was soll ich machen? Was sagen? Mann, Alter! Gerade wird verstanden. Probieren wir nochmal. Und er hat eine sehr lange Leerlaufphase. Ich habe ja nur kein Kupplungspedal. So, jetzt pass auf hier. Raus. Ja. Und jetzt hier gleich nehmen wir weiter. Aha, aha, aha. Und dann hier über den. Raus und naja, hier noch weiter rinnen möglichst. Ja, war so schlecht nicht. Zu weit rechts, zu weit sliden, zu doll Gas, zu scheiß Auto. Voll auf die Körbkante fahren, richtig geil. So, und dann probieren wir jetzt mal. Na, schade, es fehlt der Sessel, der mitmacht. Probieren wir mal den S3 aus. Ich fahre, ja, weil Kunos Simulazioni Werbung ein bisschen braucht, glaube ich, und weil die wirklich ein geiles Spiel gemacht haben, fahre ich natürlich den offiziellen Assetto Corsa BMW. So nett. Ja, und probieren wir aus die Bude. Daten habe ich euch gesagt, Screenshot könnt ihr euch noch. Screenshot könnt ihr euch nochmal anschauen, wenn ihr möchtet. Da stehen ja nochmal die Daten. Ich sag's nochmal. Ich sag's nochmal. 1495 Kilogramm, 400 PS, 580 Newtonmeter Drehmoment, mehr als 250 km/h Spitze, 0 auf 100, 3,74 Kilogramm pro CV. Felsende. Oh. So hier, Steuerung T schaltet die Traktionskontrolle aus, Steuerung A das ABS. Besten Dank an Necrobob. Es ist tatsächlich ziemlich scheiße, dass diese Tastaturkommandos nirgends in Assetto Corsa zu finden sind. Da muss man ins Internet und muss die rausfinden. Und das finde ich doof, deswegen werde ich mal ein Video machen mit der Tastaturbelegung. Wobei, man findet die überall im Internet. Aber nicht auf Deutsch. Es gibt überhaupt wenig deutsche Videos. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was ich jetzt sagen wollte. BMW M1 Stage 3. Jetzt krass, im direkten Vergleich fährt er sich deutlich besser. Oh, krass. Ich bin den vorhin als erstes gefahren und überhaupt nicht klargekommen.
Was ich sagen wollte ist, ist krass, niemand von uns, niemand, ja, außer durch Zufall, würde in einer Kurve bei, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gefahren bin, 100, wenn die Karre hinten ausbricht, das Auto wieder eingefangen bekommen, wenn er es nicht gelernt hat. Wenn dieses Spiel auch nur annähernd die Realität widerspiegelt. Ich bin früher wirklich in Gran Turismo und in Need for Speed durch die Kurven gedriftet und habe immer gesagt, Leute, wenn ich mal hier auf der Straße fahre und da ist mal Driften angesagt, kann ich. Nee. Ich glaube nicht mehr, dass ich es kann. Ich glaube, wenn ich es hier kann, dann ist die Chance, dass ich es in einem realen Auto nicht ganz verkacke, realistisch. Aber wenn man es hier nicht kann, kann man es auch nicht in Wirklichkeit. Wie es umgekehrt ist, weiß ich nicht. Wie man es in Wirklichkeit kann, ob man es dann automatisch auch hier kann, weiß ich nicht. Wird ein ganz schön langes Video, macht aber auch ganz schön Spaß irgendwie. Fickfresse da. Okay, schwule Bremsen haben sie alle. Entschuldigt, doofe. Und nein, ich setze nicht schwul mit doof gleich. Es ist halt ein geflügeltes Wort geworden. Anzeige angeht. Kann die Maus sehen? Na okay, das ist ein Stück zu früh. Ich habe mir jetzt gerade mal... Ja. irgendwann kann ich das. Komm, ja, versuch mal hier eine Runde ordentlich zu fahren. Ach nee, wir gucken uns die Bude mal. Wir gucken uns die Bude mal von außen an. Falsche Taste, wie immer. Oh. Ich muss sagen, ich fahre zwar nicht gerne in diese Außenansicht, auch weiterhin nicht, aber der Sound ist geil, die Grafik ist geil wie Sau, echt, kann man nichts sagen. Und was echt geil ist, wenn man in eine Kurve fährt, dann driftet die Kamera so leicht in eine Richtung ab. Also beziehungsweise hier, das Auto ist jetzt so ein bisschen links vom Bildschirm. Und jetzt kommt es wieder zurück in die Mitte. Und das ist geil. Ja, sieht ja ganz nett aus, ne? Und machen wir hier noch so. Und dann machen wir mal noch. Das kann man noch machen. So kann man noch machen. Naja, ist ja jetzt auch fertig. Ihr habt das Auto gesehen, mehr als genug. Es war ein ganz schön langes Video. Keine Ahnung, was ich da draus jetzt schneide. Werden wir ja sehen.
Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Habt ihr auch ein Spuckebläschen fliegen sehen? Ich habe ein Spuckebläschen fliegen sehen. Tschüss. Ich hab schon wieder gespuckt. Tschüss. Wieder. Tschüss.